Hey, freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Reveal Rabbit. Und heute eine Drohne, zu der ich so viele Anfragen bekommen habe, und zwar die Fimi X8 SE. Viel Spaß beim Zuschauen. Und dann starten wir doch mit dem ersten Teil zur Fimi X8 SE Drohne. Es werden noch weitere Folgen. Ich denke, es wird hier auch Sinn machen, ein reines Video über die Fimi Navi App zu machen. Wir wissen ja mittlerweile, wie eine Go App von DJI aussieht oder eine FreeFlight 6 App von Parrot und so weiter. Aber das hier ist doch Neuland. Und dann werden wir natürlich auch gemeinsam fliegen gehen, Flugeigenschaften bewerten, das Footage anschauen. Zu kaufen gibt es die Drohne derzeit zum Beispiel bei Banggood. Einen Link zum Produkt habe ich unten in der Beschreibung. Hier solltet ihr natürlich bedenken, je nachdem welchem Land ihr wohnt, dass hier Zollgebühren dazukommen könnten und so weiter. Also es ist schon nicht wenig Geld. Diese Drohne versucht so ein bisschen die Mavic 1 Pro anzugreifen von den technischen Daten. Ich habe die Drohne von einer Privatperson gekauft, bin extra weit gefahren, um dieses Video so schnell wie möglich für euch produzieren zu können. Bevor wir die Drohne gleich hier auspacken, will ich euch nochmal so einen kleinen Denkanstoß geben. Und hier nehme ich mir auch die Zeit, auch wenn es ein bisschen zu viel Gerede ist, aber es ist nicht unwichtig. Es ist nun mal so, dass viele neue Drohnen auf den Markt gebracht werden und diese neuen Drohnen versuchen, den Platz Hirschen, sage ich jetzt mal. Unique, Parrot, DJI, was da alles gibt, Konkurrenz zu machen. Ist ja auch gut, ich bin voll und ganz für Konkurrenz, kann im Endeffekt nur den Preis drücken und vielleicht die Weiterentwicklung der Produkte beschleunigen. Bin ich voll und ganz dabei. Und in diesem hart umkämpften Drohnenmarkt ist es so ähnlich wie in der, ja, ich sag jetzt mal, Automobilindustrie. Wenn ihr ein Auto kauft, was zählen da? Technische Daten, Fakten, Verbrauch, PS-Angaben, Innenausstattung, Qualität und so weiter. Technische Daten, mit denen uns die Hersteller versuchen, zum Kauf zu animieren oder davon zu überzeugen, das Produkt zu wählen. Und genauso ist es in der Drohnenindustrie. Hier zählen also Sachen wie Flugzeit, hat die Drohne eine Hinderniserkennung, wie hochauflösend ist die Kamera, wie viele FPS, ist RAW beim Fotografieren möglich und so weiter. Und genau mit diesen Features versucht uns dann ein Drohnenhersteller zu überzeugen. Jetzt habe ich zum Beispiel auch schon hin und wieder den Fall gehabt, ich weiß gar nicht mehr, welcher Hersteller das war, aber es war nichts Namhaftes. 4K-Kamera, wow, richtig krass. Und dann nehme ich so ein paar Videoaufnahmen auf und gucke mir diese so am Rechner an und denke mir, das soll 4K sein. Habe das Ganze dann mit einer DJI Spark verglichen. Das ist schon eine Weile her. Und da sahen die Full-HD-Aufnahmen einer DJI Spark besser aus als die 4K-Aufnahmen einer, ja, Drohne, die auf dicke Hose macht und nichts dahinter ist. Also da müsst ihr aufpassen. Das ist so immer im Hinterkopf behalten. Ist denn das, was auf dem Datenblatt draufsteht, in der Praxis genauso gut? Und das mit der Kamera ist nur ein Beispiel. Wie ist das zum Beispiel mit einem Garantiefall? Kriege ich etwas repariert, wenn zum Beispiel nach einem halben Jahr ein Motor durchraucht oder das Gimbal-System nicht mehr funktioniert? Sowas kann passieren. Ich sage jetzt nicht bei diesem Produkt. Weiß man nicht. Erstmal vorher erkundigen, bevor man eine Drohne kauft. Bei einer niedrigpreisigen Drohne, ja, ich sag jetzt mal 200 Euro mit allem drin, ja, guter Kamera und so weiter, das ist okay, 200 Euro, da kann man vielleicht ein Auge zudrücken, aber wenn es hier an die 450 bis 500 Euro geht, da muss man sich solche Fragen stellen. Deswegen muss ich mit diesem Produkt so hart sein, wie mit den Konkurrenzprodukten hier in Deutschland. Einer DJI Mavic oder einer Parrot Anafi. Ihr versteht, was ich meine. Sorry, dass ich da so ein bisschen zu tiefgründig drauf eingegangen bin, aber mir ist einfach wichtig, dass ihr solche Punkte einfach mal im Hinterkopf behaltet, wenn ihr euch ein neues Produkt zulegt. Egal ob Drohne oder irgendwas anderes. Und dann starten wir jetzt endlich mal hier mit dem Auspacken der Fimi X8 SE, was ja der größere Bruder ist der Fimi A3 Drohne, die um die 200 Euro kostet. Das hat man aber auch gemerkt, wenn man ein Video gesehen hat, dass da so ein bisschen gespart wurde. Zwei Achsen Gimbal nur und dann so ein leichtes Zittern. Und hier wieder das, was ich meinte. Zum Beispiel eine Spark oder eine Anafi, die ja auch mit zwei Achsen Gimbal Systemen arbeiten, dritte Achse digital stabilisiert. Dort zittert das nicht so extrem. Die Frage der Fragen, CE-Zeichen ist drauf. Nicht ganz unwichtig, wenn man sich eine Drohnenhaftpflichtversicherung besorgen möchte. Auch muss. In Deutschland. Ist ja Pflicht. Ohne dürft ihr nicht fliegen. Machen wir das Ganze jetzt mal auf. So sieht das vom Inneren aus. Eine Bedienungsanleitung ist auf Englisch mit schönen Bildchen. Also wer es braucht, kann sich das Ganze dann gerne durchlesen. Was mir sofort auffällt, hier in meiner Version haben wir ein Stromkabel, welches in Deutschland problemlos funktioniert. Das kommt dann hier an das Netzteil rein. Auch hier schon ein schöneres Design als bei der Fimi A3. Ihr erinnert euch vielleicht, das war so ein richtig billiges Plastikstück. Und dort sagte ich, hey, das passt gar nicht zu dem restlichen Design der Produkte. Wenn es schön in weiß gehalten wäre,
siehe da, wird es viel schöner aussehen. Und ja, das tut es. Das Stromkabel kommt hier rein und hier dann unser Lipo, zu dem wir auch direkt schon kommen, würde ich mal sagen. Das Schöne hier, ähnlich wie bei DJI und Co., wir haben LEDs, die uns den Ladestatus des Lipos anzeigen. Finde ich toll, einfach mal drauf gedrückt und schon sieht man das Ganze. Mir gefällt das kantige Design. Der Lipo wird von oben in die Drohne eingesetzt und dann mit diesen kleinen Zähnchen wieder befreit. Man drückt diese und zieht den Lipo nach oben. Das CE-Zeichen ist drauf. Dieser Lipo hat 4500 mAh bei 11,4 Volt. Und der Hersteller sagt, 33 Minuten Flugzeit bekommt ihr, wenn es windstill ist. Um die 80 Euro würdet ihr für einen weiteren einzelnen Lipo bezahlen. Aber auch hier werde ich das Ganze ausprobieren und dann in meinem Fazit in einem der nächsten Teile natürlich nochmal sagen, wie es mit der Akkulaufzeit war. Und deswegen auch meine Empfehlung, bevor ihr euch die Drohne kauft, schaut euch erstmal alle Teile an, weil nicht, dass am Ende irgendwas nicht so toll ist, die App stürzt ab oder der Akku hält nicht so lange, wie er halten soll oder was weiß ich. Und dann habt ihr das Ding schon bestellt. Einfach mal alle Teile abwarten und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ich versuche das Ganze so objektiv wie möglich für euch zu bewerten. Das ist die Steuerung. Liegt jetzt erstmal gut in der Hand und was wir direkt schon sehen. Hä? Wo sind die Gimbal Sticks? Hier hat Fimi so ein bisschen bei DJI abgeguckt und hat diese abnehmbar gemacht. Ich persönlich bin kein Fan von zu viel ab und dran machen, aber natürlich, wenn man das Ganze so kompakt wie möglich transportieren möchte, ist es schon cool. Ich nehme mal die Sticks hier raus. Ah. Mir stellt sich jetzt die Frage, gibt es noch weitere Ersatzsticks, wenn man diese mal verliert? Das wäre vielleicht noch ganz cool gewesen, wenn welche beiliegen würden. Was mir gerade positiv auffällt, das ist kein Plastik, sondern ein Metall. Genauso wie das Gewinde hier drin, auch kein Plastik. Das heißt, Metall auf Plastik oder Plastik auf Plastik würde hier natürlich das Gewinde sehr schnell kaputt gehen. Wir drehen es rein. Was mir jetzt negativ auffällt, ist, dass dieser Gummi, der hier sitzt, sich durchdreht beim Reindrehen. Ja, ihr seht, das kann vielleicht auch mit der Zeit schnell kaputt gehen, ausleiern und ihr verliert den E. Naja, liegt doch ganz gut in der Hand. Die Gimbals fühlen sich bei anderen Herstellern noch ein bisschen wertiger an, aber es ist auf einem guten Niveau. Ich bin hier wirklich sehr kritisch. Natürlich ist hier ein Akku verbaut, das ist klar. Wir müssen keine Batterien wechseln, das wäre ja schlimm, wenn. Hier haben wir Funktionstasten. Ich denke, wie bei der Fimi R3 ähnlich. Das eine zum Video, das andere zum Foto auslösen. Kleine Gummipads hier an den Seiten, damit man schön greifen kann. Dass mein iPhone hier Platz findet, da habe ich jetzt gar keine Zweifel. Und hier kommt dieses Kabel rein. So, ich nehme das mal kurz raus. Wie es gelöst ist, finde ich im Prinzip schon richtig geil. Sehr simpel, man muss nicht viel rumfummeln. So, ne, wir haben hier so einen kleinen Kabelschacht, der wird da eingefädelt und kann in der Höhe variieren und stört nicht. Und zwar, wenn man das dann einsetzt, ne, dieser Stecker, der sitzt ja hier, der verschwindet dann in dieser Kerbe. Ich selbst habe eine Smartphone-Hülle dran und ja, das könnte vielleicht schon problematisch werden. Ich müsste jetzt diesen Stecker runterdrücken, was nicht schon wirklich gesund aussieht. Das heißt, hier hätte man die Aussparung noch ein bisschen größer machen können für dickere Smartphones. Ansonsten müsst ihr dann halt bis hierhin gehen und das Ganze nicht da drin versenken. Ist nur ein kleiner Dorn im Auge. Was aber cool ist, dass das Ganze über ein Kabel gelöst worden ist. Das heißt, ihr müsst nicht über das Smartphone Wi-Fi eine Wi-Fi-Verbindung zur Steuerung aufbauen. Nein, einfach übers Kabel eingesteckt und das Ganze ist schon einsatzbereit. Hier wird eine Reichweitenangabe von 5 Kilometern gemacht. Natürlich irgendwo in der Pampa keine Störsignale, nichts. So werden diese Angaben dann festgelegt. Ich bin gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Ich meine, 5 Kilometer können wir eh nicht fliegen auf Sicht, ist ja klar, aber je mehr Angabe, umso stabiler das Signal am Ende. Werden wir schauen, ob wir Bildstörung reinbekommen oder nicht. Mal gucken. Hier ein kleiner Schieberegler zum Aktivieren des Homecoming. Wir haben hier GPS und GLONASS. Das heißt, wir haben viel schneller Satelliten gefunden und die Verbindungsqualität ist einfach viel stabiler, als wenn man nur auf einen Anbieter vertraut. Ein Drehregler für den Gimbal, den man neigen kann und einen, um zum Beispiel Belichtung einzustellen. Und bevor wir weitermachen mit der Drohne selbst, will ich mal mein iPad Mini hier reinbasteln, denn der Hersteller sagt, bis iPad Mini Tablets ist das kein Problem. Ja, ihr seht das? Passt! Genau. Sieht optisch schon ganz cool aus. Natürlich bin ich auch gespannt, wie sich solch ein Mechanismus hier auf Dauer schlägt.
leiert da vielleicht eine Feder mal zu schnell aus? Wie lange wird das gut gehen? Zusammenfassend über den Ersteindruck kann man sagen, das Ganze ist schon wertig und durchdacht verarbeitet, ist aber noch nicht ganz auf dem Niveau aktueller Kameradrohnen, die es in Deutschland in dem Preissegment zu kaufen gibt. Hier gibt es hier und da noch Nachbesserungsbedarf. Ich meine, ihr habt jetzt schon so ein paar kritische Punkte von mir gezeigt bekommen. Und damit es nicht heißt, ich hätte es vergessen, diese Verbindungskabel für eure Geräte gibt es einmal als Micro-USB Typ C und auch als Lightning. Wir tun den Controller mal zur Seite, den sehen wir wieder im nächsten Teil, wenn wir uns die App angucken, die übrigens für iOS und Android verfügbar ist. Und wir lassen jetzt mal die Drohne hier einfliegen. In diesen Tütchen, die viel zu groß geraten sind, befinden sich die Propeller. Die packen wir erstmal aus. Das Ganze basiert natürlich mittlerweile auf einem Schnellspannsystem, ohne dass man irgendwelche Schräubchen lösen muss und so weiter. Wir sehen auch, die Form wurde angepasst. Die sehen ein bisschen aus wie diese leisen Propeller von DJI. Selbst der Verschlussmechanismus erinnert mich sehr, sehr stark daran. Also an sich fast der gleiche Propeller. Wir haben insgesamt 6 Propeller, das heißt 4 für die Drohne und 2 als Ersatz. Die farbliche Markierung zum Unterscheiden der einzelnen Drehrichtungen hätte man ein bisschen präsenter machen können. Vielleicht in dem schönen Orange. Warum nicht? Das habe ich so ein bisschen vermisst. Der Copter, ihr seht es schon, lässt sich perfekt mitnehmen, weil er diesen Faltmechanismus hat. Deswegen auch hier so ein bisschen der Blick auf die Mavic 1 Pro, wo Fimi versucht, so ein bisschen drauf anzugreifen. Ich muss sagen, so auf den ersten Blick, auf das erste Fühlen, das ist schon sehr hochwertig geworden. Bin gespannt, wie es gleich bei dem Klappmechanismus ist. So, welche Seite zuerst? Die hier? Oh, das Klacken gefällt mir. Schön. Die nach hinten, zack, zack und zack. Ich muss sagen, das wirkt wertig, meine Freunde. Also hier wackelt nichts rum, alles schön straff, rastet ein und aus. Auch hier wunderschön diese Aussparung für den Motor. Cool, gefällt mir. Ich setze mal den Lipo ein, der hier oben drauf kommt. Zack. Rastet auch ein. Mal ein paar technische Daten zur Drohne selbst. Diese wiegt 790 Gramm, kann Windgeschwindigkeiten bis zu 50 km/h trotz. Respekt, und wenn das wirklich so ist, dann auf dem Parrot Anafi-Niveau, die ja sehr gut mit Wind klarkommt. Zur Geschwindigkeit, diese wird mit 18 Metern die Sekunde angegeben, was dann übersetzt quasi 64,8 km/h sind. Die Motoren relativ geschützt. Die Propeller sind montiert und so sieht das Ganze dann in der Nahaufnahme aus. Auf der Oberseite natürlich keine weiteren Sensoren, ist ja klar. Hier oben das Knöpfchen, um die Drohne einzuschalten. Hier ist so eine kleine Wölbung. Ich gehe stark davon aus, dass hier das GPS und GLONASS sitzt. Also hier kein Drohnenkennzeichen draufkleben, ist ja klar. Vielleicht auf einem der Arme ein Lämpchen. Auch hier keine Kameras und sonst nichts. Zum Thema Hinderniserkennung. Und hier gibt es, glaube ich, eine kleine Fehlinformation. Gerade weil Fimi in seinen Produkttexten sich nicht wirklich gut ausdrückt und viele einen falschen Eindruck bekommen. Es kursiert das Gerücht, dass diese Drohne eine Hinderniserkennung hat. Schon allein, wenn man diesen Copter von vorne anschaut. Das lädt ja schon praktisch dazu ein, zu denken, hier könnten 2 Kameras drin versteckt sein. Ähnlich wie bei den Mavic-Modellen. Nein, hier drin ist nichts. Es kursiert auch das Gerücht, dass wohl für ein Pro-Modell oder ein Nachfolgemodell dieser Platz quasi schon reserviert wurde, damit da irgendwann Kameras reinkommen. Weiß ich nicht, inwiefern das stimmt. Fimi selbst schreibt so ein bisschen schwammig im Produkttext auf Englisch, so von wegen, Erkennung der Position, dann Kamera. Und da weiß man halt jetzt nicht. Ist das hier gemeint? Auf der Unterseite? Übrigens ist ein Metall, damit es schön gekühlt werden kann, die Technik da drin. Wirkt sehr, sehr wertig. Das muss man lassen, wirklich. Hier der Ultraschallsensor. Oder meint Fimi die Hauptkamera hier auf der Vorderseite, dass die irgendwie zur Hinderniserkennung mit eingesetzt ist? Man weiß es nicht. Kann man nur spekulieren. Vielleicht werde ich es ja in meinem Praxistest herausfinden. Übrigens, das ist keine schöne Lösung. Warum wird da kein richtiger Deckel gemacht, sondern so ein Ding? Muss ich das jetzt jedes Mal mitnehmen und die Kamera da wieder so reinfriemeln, was wahrscheinlich für unser Gimbal ungesünder ist, als wenn man das Ding ganz weglässt? Und was mir auch gut gefällt, ist, wie unser Gimbal-System gelöst worden ist. Ihr seht es, wir haben hier extra so kleine metallische Halterungen, die nochmal gedämpft sind, auch auf der Oberseite. Und das sieht auf jeden Fall schon viel wertiger aus als bei einer Mavic 1 Pro. An eine Mavic 2 Pro kommt das Ganze nicht dran, da ist es noch viel besser gelöst. Aber das hier macht einen wertigen Eindruck. In alle 3 Achsen ist der Gimbal stabilisiert, mechanisch, nichts über Software gelöst, finde ich gut. Hier bin ich auch schon drauf gespannt, wie gut das Ganze arbeitet. Hier wurde auf Sonys Hilfe zurückgegriffen, ein IMX 378er Chip ist hier drin.
denn, wenn wir jetzt zum Filmen kommen und auch filmen möchten, da sagt man, wir können in maximal 4K und 30 FPS aufnehmen mit 100 Mbits. Das ist eine gute Leistung. Wenn ich mich richtig erinnere, die Mavic 1 Pro kann bis zu 60 Mbits. Also wir haben hier nochmal mehr Details auf dem technischen Datenblatt natürlich. Müssen wir wieder meine Ansprache von Beginn im Hinterkopf behalten. Aber das wohl auch nur bei 4K. Ich meine, wenn man dann in 2,5K oder Full HD filmt, dann sind es ebenfalls nur die 60 Mbits. Wenn wir dann in 2,5K filmen, kann man das Ganze schon mit 60 Bildern die Sekunde und in Full HD mit 100 Bildern die Sekunde, wenn man Slow Motions machen möchte. Was für die Filmemacher ganz toll ist, wir können im F-Log filmen und dann kommen wir zum letzten Punkt und das ist das Fotografieren. Wir haben hier 12 Megapixel, das heißt, die fotografiert in 4000 x 3000 Pixel. Ihr habt die Möglichkeit zwischen JPEG und DNG auszuwählen, das heißt, JPEG macht die Kamera schon eigene Kompression drauf, im DNG könnt ihr dann zum Beispiel über Lightroom nochmal vieles aus den Bildern rausholen. Verarbeitungstechnisch wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Hätte ich nicht gedacht, dass der Copter sich so wertig anfühlt. Also ich bin positiv überrascht, was das angeht. Wenn das Ganze jetzt in der Praxis genauso top ist wie hier, ist es schon eine sehr coole Drohne. Im zweiten Teil, wenn wir uns die App angucken, werde ich natürlich auch nochmal zeigen, was es für smarte Funktionen gibt. Was die Drohne so kann. Es gibt sogar eine Rescue, eine Rettungsfunktion. Was das ist, bin ich selbst noch drauf gespannt. Freunde, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, auch wenn es noch relativ trocken war. Aber ihr wisst jetzt über alle Eigenschaften und die mir aufgefallenen Vor- und Nachteile Bescheid. Und im zweiten Teil geht's weiter. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann lasst doch ein Abo da, um dieses Video nicht zu verpassen, mich zu supporten und dann sehen wir uns einfach wieder. Bis dann, ciao.